Also wir stehen ja für ein transparentes, gerechtes, einfaches Steuersystem. Und das ist natürlich auch das Ziel. In der Vergangenheit, in den letzten Jahren, wurde das Steuerrecht immer komplizierter. Das sagen nicht nur ich und die Fachleute, sondern es merkt ja jeder, der die Steuererklärung selber macht. Und hier müssen wir angreifen, um die Wirtschaft, um den Mittelstand, um das Handwerk zu stärken. Wir wollen zum Beispiel die Verzugszinsen senken, dynamisieren. Jetzt 6%, immer bei dem derzeitigen Zinssatz ist es eine unmögliche Höhe. Da gibt es viele Möglichkeiten, die wir ergreifen wollen, und in die Richtung wollen wir arbeiten. Ja, wie gesagt, wir wollen das Steuerrecht vereinfachen. Es gibt sehr viele Ausnahmen im Steuerrecht, sowohl zugunsten wie zum Nachteil des steuerpflichtigen Steuerzahlers. Und hier wollen wir eingreifen. Es muss einfach einfacher werden, die Bürokratie muss abgebaut werden. Der einzelne Handwerker muss seine Steuererklärung selber machen können und nicht auf eine Vielzahl von Steuerberatern angewiesen sein. Das macht keinen Sinn. Wir brauchen gut ausgebildete Beamte. Wir wollen das Berufsbeamtentum erhalten. Wir wollen den öffentlichen Dienst weiter stärken, durch Aus- und durch Fortbildung. Und er muss halt auch auf den Stand der Zeit gebracht werden. In unseren Verwaltungen schlummert schon zum Teil noch der Muff der 50er und 60er Jahre. Und hier gibt es viele Sachen, die man machen kann. Also ich denke mal, dass der öffentliche Dienst gar nicht so unattraktiv ist, wie die Leute immer meinen. Das hat man ja auch in den letzten Jahren gesehen, was hier an Verbesserungen auch einkommensmäßig passiert ist. Aber wir haben natürlich auch Schwachstellen in der Ausbildung, in der Fortbildung, in der Digitalisierung. Und wo es natürlich ganz gewaltig hapt, sind die sogenannten MINT-Berufe, die technischen Berufe. Unser Beamtenlaufbahnsystem ist eigentlich auf die Verwaltung ausgerichtet. Und hier sind sowohl vom finanziellen, von den Einkommenseinteilungen her Nachteile für die Betroffenen da, auch für die Ausbildung und für die Aufstiegschancen sind Nachteile da. Und hier müssen wir also ganz direkt angreifen, weil gerade diese Berufsgruppen befinden sich im Wettbewerb mit den Privatunternehmern und der Privatwirtschaft. Und da sind wir manchmal im Nachteil. Oh, das ist, glaube ich, unsere größte Baustelle von meinen Fragen. Jeder, der sich in Bayern bewegt, wohnt und arbeitet, weiß, dass da also durchaus erhebliche Defizite im digitalen Bereich sind. Wir haben keine flächendeckende Versorgung mit Breitband, mit einem schnellen Funknetz. Die Rechtsvorschriften müssten dringend angepasst werden. Die sind alle auf die analoge Bearbeitung ausgerichtet. Vieles geht aus Rechtsgründen schon nicht. Da gibt es viel zu tun, genauso auch im Datenschutz im Persönlichkeitsbereich. Das ist etwas, was man natürlich immer vergisst. Wenn man dann endlich mal Geld bewilligt bekommen hat und also den Kaufauftrag rausgeben kann, dann denkt keiner dran, also was ist eigentlich mit dem Datenschutz und wie muss ich das also absichern, dass also da kein Missbrauch getrieben wird. Also da haben wir ganz viele Baustellen. Und wenn ich höre so eine Aussage, wir brauchen in Bayern nicht an jeder Milchkanne ein schnelles Internet, das ist falsch, wir brauchen es an jeder Milchkanne, weil sonst gibt es weder autonomes Fahren noch sonst sowas. Also das ist unsere größte Baustelle, da ist in den letzten Jahren sehr viel liegen geblieben. Mein Lieblingsort hier in Unterfranken ist Sommerach, der Campingplatz. Da fahre ich regelmäßig ein bis zweimal im Jahr hin zu meinen, ja, ich nenne sie Dream Days, zum Nachdenken über die Welt, über mich, über das, was ich machen will und das, was ich nicht machen will. Und die Politik, also ich meine, da muss ich da ein wenig weiter ausholen. Schon mit 16 hat mich die Politik sehr interessiert, war Geschichte, Sozialkunde, Leistungskurs. Und bei mir im Zimmer waren nicht Fußballer gehängt oder ähnliches, sondern Franz Josef Strauß, Herbert Wehner und Willy Brandt. Also habe auch angefangen mit Politik zu studieren, neben Jura. Und deswegen war schon immer das Interesse da. Bayern in 20 Jahren wäre ein Land, in dem wir flächendeckend eine hervorragende digitalisierte und Breitbandversorgung hätten, in dem die Menschen gerne wieder auf dem Land, so wie in der Rhön, wohnen. München 200.000 Einwohner weniger hat, die Mieten bezahlbar sind und viele Arbeitsplätze hier bei uns auf dem freien Land zur Verfügung stehen, und zwar moderne Arbeitsplätze, nicht aus dem letzten Jahrhundert. Kini. Sitzfleisch. Bad Neustadt-Saale. Gesundheit.